Hey zusammen, das Kipi wieder mit einer weiteren Runde Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Mal ist uns Elizabeth abhanden gekommen, nenne ich's mal, und da drin ist einer vom Schiff gefallen. So, es ist immer schweinheiß in meinem Zimmer, ich schwitze mich wahrscheinlich zu Tode. Und wir schleichen uns hier gerade vor diesen Watchmen durch, die alle Gegner alarmieren, also alle Viecher, die hier rumrennen, alarmieren, sobald wir irgendwie uns von denen im Licht entdecken lassen, was sie abstrahlen. Ich dachte gerade, das wäre einer gewesen. Und jetzt waren es offenbar schon 6 Monate her. Innerhalb von 2 Minuten. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott. Und immer mehr an Luthes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Egal, ich muss jetzt erstmal das Mädchen retten. Seltsam Problem, haben wir hier noch was? Hier sind ganz schön viele Kameras. Was sie wohl mit der Arm gemacht haben. Hier ist noch eine Pistole. Die Pistole hat uns beim letzten Mal ganz schön nochmal den Arsch gerettet. Auch wenn wir abgekratzt sind, trotzdem da der Retter in der Not. Voxophone. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Oh Gott! Du Elendiger! So. Das passiert, wenn wir uns von den Typen entdecken lassen. Das passiert, wenn du eine funktionierende Pumpgun hast. Und Viecher, die Zinner ran wollen. Der ist finito. Hier kann ich mich mal kurz wieder. Oh, Maschine. Wie lange habe ich dich nicht mehr gehabt? Hi. Halleluja. So. Ihr habt Munition für mich. Das finde ich voll Knorke. Habe ich gerade Knorke gesagt? Ja, ich habe Knorke gesagt. Ist mir Ralle. Der Typ hat mich gerade minimal erschreckt, aber irgendwie konnte ich das ahnen, dass sowas passiert. Das ist... Sind das Revolver? Nein. Oh, das ist eine Munition. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich werde hier nicht ohne einen Kampf rauskommen. What the fuck? Wo kommst du denn her? Ich hau hier mal kurz aus, bis mein Schild wieder voll ist. Und camp hier ein bisschen mit der Schrotflinte. So. Ich glaub, vielleicht mal einfach einen Abgang. Ja, jetzt sind die ganzen Dinger weg. Da liegt ein Teddybär. Ein vereister Teddybär. Und der Ton macht mich gerade so ein bisschen fertig. Where we weep. Shoot the whoop. Oder so. Nope.
Ich mache einen Abgang. Tschüss. Und ich trinke meinen Rest aus, weil ich sonst am Ende ein warmes Getränk habe, weil es hier so warm drin ist. Ich bringe dich unter die Erde. Und uns rettet natürlich unser Schild mal wieder total in den Arsch. Elizabeth, halt durch! Was? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie das? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Da oben ist sie. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Hä? Bahnhof? Fucking Bahnhof? Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschinen ein! Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt! Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Da rein. Diese Maschinen nur. Verreckt, ihr Säcke. So. Nichts wie weiter. Elizabeth ist nicht beschäftigt. Schöne Formulierung.
Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Hey! Ich bin so fucking glücklich. Au, au, au. So. Ich handle. Au, au. Hätte ich dich. Gut. Geschieht euch recht, was ihr mit dir macht. Lauf minimal langsam letzte Zeit. Elisabeth, ich bin gleich da! Oh, die Arme. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach! Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Höhere Bildung? Ich will mal kurz gucken, was ich dafür krieg. Comstock-Haus abgeschlossen. So, wir haben sie gerettet. War gar nicht schwer. Nein. Überhaupt nicht. Was? Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir machen. Suchen wir also den Propheten. Comstock's Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. So, hier ist erstmal noch. Kriegst du es auf, Elizabeth? Oh, ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Infusion für
Mehr Schild. Mehr Schild. Ich fühle mich schon besser. Das ist gut. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Und ihr habt gekriegt, was sie verdient. Einer muss Schmiere stehen. Bitte sehr. Ich würde aber sagen, was uns hier drin erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschö, tschö.